Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Legung. Vielen lieben Dank für dein Einschalten. Ich bin wieder da. Ich bin wieder zurück aus meinem Urlaub und hoffe, du hattest auch eine schöne Zeit gehabt. Lass uns mal gemeinsam schauen, welche Botschaft sich heute hier für dich versteckt hält. Mach dir bitte einmal kurz bewusst, das ist eine allgemeine Legung. Schau mal, ob du damit überhaupt resonierst. Wenn nicht, dann lass die Legung liegen, dann ist sie für wen anders bestimmt. Hör auf deine Intuition, ob das sein kann, dass es hier passt. Ansonsten ist es, wie gesagt, für wen anders. Ich bin Jenny, das ist mein Kanal und ich hau hier spirituelle Botschaften raus. Und würde auch sagen, starten wir schon mal. Eins, zwei, eine brauche ich bitte noch. Dankeschön. Lass uns mal loslegen. Das haben wir hier. Das Schwert des Magiers auf den eigenen Zaubervertrauen, Glücksrad und Netze auswerfen. Vorbereitungen zahlen sich aus. Nichts ist umsonst. Das Rad des Schicksals dreht sich. Hier kommt positives Karma rein, weil man hier etwas durchtrennt hat, sich von etwas getrennt hat. Es sind Personen, es sind Sachlagen, es sind Angelegenheiten. Wichtig aber auch, es ist die eigene Vergangenheit, die man hier jetzt endlich hinter sich gelassen hat. Vor diesem Schritt hatte man ganz große Angst. Ja, man hat sich nicht getraut, weil man da irgendwie noch eine Art der Abhängigkeit verspürt hat. Aber das war halt eher negativ gedeutet. Ja, dieses Negative lässt man jetzt hinter sich. Entweder hast du es schon getan oder es kommt demnächst. Ja, du stehst kurz davor, einen wichtigen Schritt zu tun. Und dieser Schritt X, vor dem du stehst, birgt für dich eine große Chance auf das richtige Timing. Ja, etwas kommt zur rechten Zeit, wenn du allerdings einen wichtigen Schritt vollziehst. Sonst bist du halt noch eher unsicher und instabil. Aber wenn du diesen einen Schritt machst, den wirst du nicht bereuen, weil es genau das Richtige ist. Ja, es soll auch das Richtige sein. Und die ganzen Vorbereitungen für diesen Schritt, die du im Vorwege getan hast, sind nicht umsonst. Das wird belohnt, das wird entlohnt werden. Du wirst zu deinem Karma geführt. Hier kommt ein Ausgleich rein, ein Austausch aber auch. Informationen, die dich voranbringen werden, ja, mit denen du wirklich arbeiten kannst und auch arbeiten sollst, die dich positiv stimmen. Hier soll nichts mehr ins Negative verfallen. Nein, die Zeiten sind vorbei. Das Positive kommt jetzt zu dir, soll auch zu dir kommen. Manifestiere es auch ruhig. Du hast es vielleicht sogar auch manifestiert. Vielleicht spürst du das auch schon, ja, dass du irgendwie dich in deiner Stimmung angehobener fühlst. Ja, irgendwie fühlst du dich besser, leichter, befreiter. Dinge gleiten dir besser von der Hand. Ja, vielleicht bist du gar nicht mehr so wirklich in einer stagnativen Phase drin. Du merkst irgendwie, ich kann mich viel besser bewegen. Ja, irgendwie fallen mir die Schritte leichter, auch wenn ich noch Angst habe, aber ich mache es. Ja, hier ist wirklich eine aktive Energie und das Universum sieht das wirklich sehr, sehr gerne. Du machst es wirklich ganz, ganz toll. Und du sollst auch hier wissen, hab keine Angst vor weiteren Schritten. Nein, brauchst du nicht. Das Universum will dir Mut machen, will dir die Angst nehmen. Ja, weil du hier nichts mehr zu befürchten hast. Es kommt hier ein richtig, richtig toller Ausgleich für dich rein, den du jetzt noch nicht siehst. Daher ist es wichtig, dich weiter fortzubewegen. Guck nicht mehr zurück, geh nicht mehr zurück in die Vergangenheit. Dort gibt es für dich einfach nichts mehr zu holen. Die Vergangenheit ist nicht mehr dienlich. Das, was jetzt dienlich für dich ist, ist die Zukunft. Und die Zukunft fängt jetzt an. Jetzt ist es endlich soweit. Schritt für Schritt baust du dir deine eigene Zukunft auf mit neuen Erfahrungen, Erkenntnissen und Wissen, das du jetzt hast, kannst du demnach ganz anders interagieren und intervenieren. Ja, das ist jetzt ein ganz, ganz neues Ich, das in dir drin ist. Ja, du bist einfach nicht mehr so, wie du einst mal warst. Du hast dich verändert. Du hast dich transformiert. Ja, und nun darfst du wissen, du stehst schon kurz davor, es fehlt nicht mehr viel. Es fehlt wirklich nicht mehr viel. Gib nicht auf, verliere nicht den Mut, verliere nicht die Hoffnung. Auch wenn du das Gefühl hast, das ist alles umsonst, was du tust, weil du siehst nichts, es kommt nichts, es zeigt sich nichts, das ist falsch. Im Hintergrund wird jede Menge für dich schon aufgebaut. Ja, und das sind auch in Teilen deine eigenen Energien, die sich Schritt für Schritt manifestieren, auch wenn du es nicht mitbekommst. Das macht nichts. Vieles kriegen wir nicht mit. Einiges läuft parallel voneinander. Ja, und das ist nachher aber das, was du im Umkehrschluss wieder sehen wirst. Deine eigene Ernte, die du jetzt schon in der Vergangenheit aber auch schon gesehen hast,
die wirst du natürlich abernten können. Mach bitte weiter. Bleib nicht stehen. Bleib am Ball. Es ist wahnsinnig positiv. Es ist wahnsinnig positiv. Du bist verbunden. Du bist nicht alleine. Das Universum ist da. Die geistige Welt ist da. Deine Ahnen sind da. Die sind alle da. Du hast auch natürlich auf der physischen Ebene Menschen, die dir den Rücken stärken. Du hast wirklich Rückenwind. Ja, da ist jemand bei dir, der schubst dich voran. Sanft wirst du vorwärts geschubst vom Universum, von ich weiß nicht, wer da ist. Ist bei jedem ja ganz unterschiedlich. Aber es passiert und es passiert jetzt. Ganz wichtig zu wissen. Glück und richtiges Timing. Alles ist gut so wie es ist. Und wenn du das Gefühl hast, da passiert nichts, das ist ein Trugschluss. Denn im Hintergrund, das ist das, was wir nicht sehen, passiert wahnsinnig viel. Und es werden jetzt gerade neue Tore geöffnet, eröffnet, um neue Verbindungen zu knüpfen, um an neue Orte zu reisen, um neue Menschen kennenzulernen. Ja, oder eben neue Erfahrungen zu machen, wo auch immer du hingeführt wirst. Sei locker, geh jetzt wieder nicht zurück in die Stagnation rein. Das wäre jetzt fatal. Ja, daher. Der Hinweis und der liebe Gruß an dich vom Universum. Geh bitte weiter. Mach weiter. So, lass uns mal weiter gucken. Ja, ich habe es gerade gesagt, eine schicksalhafte Fügung, die sich hier anzeigt, birgt einen Wandel. Du spürst es. Es ist positiv. Karma kommt. Wir haben es auch hier wieder mit dem Karma. Schicksalhafte Begegnungen, die stattfinden werden. Ein Wechsel, der stattfinden wird. Was auch immer dieser Wechsel für dich ist. Es kann hier eventuell auch ein neues Leben sein, das entsteht. Ein Umzug, ein Berufswechsel. Du hast etwas Altes hinter dir gelassen, um etwas Neues zu beginnen. Wo auch immer es sein mag oder was es auch ist. Ist egal. Ist nicht leicht, ist eine Bürde, das weiß ich. Aber mach bitte weiter. Geh voran, du machst das super. Es ist alles nicht umsonst. Ganz wichtig für dich. Es ist Karma, das dir hier zugutekommen wird. Ja, du zweifelst das Ganze hier an. Du kannst das nicht annehmen. Du hast ein Problem damit. Ja, das ist ja halt einfach deine Unsicherheit, ne? Weil du Angst davor hast, weil du nicht weißt, wie wird es, wie läuft es ab. Ist es gut? Ist es schlecht? Nein, ist es nicht. Absolut nicht. Du sollst aus deinem Zweifel rauskommen. Komm aus deinem Zweifel raus. Das ist hier noch vielleicht eine kleine Lernaufgabe für dich, ist aber kein großes Ding. Denn die ist auch schon bereit, aufgelöst zu werden mit der Sonne. Ne? Also hier, positives Karma, hab keine Angst, geh aus den Zweifeln raus, hör auf, zwischen den Stühlen zu stehen. Ja? Wenn du noch keine Entscheidung treffen kannst, dann wirst du die nächste Entscheidung treffen. Ja? Die wird dich zu einem positiven Wandel führen, wie auch immer dieser aussehen mag oder wofür du dich auch entscheiden magst. Ja? Wird für dich hier wirklich eine richtig, richtig schnelle Wende mit sich bringen. Also hier soll ja auch sowieso wieder was Schnelles reinkommen. Ne? Die Sonne soll hier wieder anfangen zu scheinen. Dieser ganze Trübsal, dieses Nebelfeld, dieses Negative, dieses, ich weiß auch nicht, einfach diese niederen Energien, die sollen hier abgelöst werden. Ja, es soll hier gar nicht mehr sein. Das soll aufhören. Es soll sich auflösen. Es ist auch bereit, aufgelöst zu werden. Ne? Und wenn du sagst, hä, nö, was erzählst du da? Was erzählt die Tante da? Und das ist nämlich genau das, was ich gerade meinte. Das ist dein Zweifel, den du hast. Ja, vieles betrachtest du vielleicht noch sehr realistisch, sehr rational. Ja, aber vielleicht ist es jetzt auch vielleicht mal möglich, diese Maske mal abzulegen und mal zu versuchen, über den Tellerrand hinauszuschauen. Vielleicht ist es doch gar nicht so rational, so realistisch. Vielleicht gibt es ja doch mehrere Energien, die wir hier nicht wahrnehmen, nicht sehen können, die für uns da sind, die für uns arbeiten. Vielleicht passiert dir auch momentan so das eine oder andere, was du dir nicht erklären kannst oder sich nicht erklären lässt. Na? Vielleicht wirst du dahingehend auch momentan gerade positiv überrascht und überzeugt vom Gegenteil, dass es auch anders geht. Ja, schön, schön. Was haben wir denn hier noch? Ach so, die Liebe, die Liebe, die Liebe. Mhm.
Eine tiefe Liebe, eine tiefe Sehnsucht. Man vermisst etwas oder jemanden. Was fehlt dir denn? Wonach suchst du? Wonach strebst du? Anerkennung, Ruhm und Erfolg? Wertschätzung? Ist es die Liebe, die emotionale Fülle, die wahre große Liebe? Irgendetwas hat dich handlungsunfähig gemacht. Das sind deine Zweifel in Bezug auf eine ganz bestimmte Thematik, die dich immer und immer wieder getriggert hat. Auf die warst du nicht gut zu sprechen. Irgendwas ist hier passiert. Und nun geht es darum, dass du genau in dieser Thematik, die dir wehgetan hat, wieder Vertrauen fassen kannst. Weil sonst kann es nicht zu dir kommen. Und darum geht es. Hier soll etwas sehr Schönes, sehr Positives zu dir kommen. Ja? Dafür ist es wichtig. Wichtig, möglichst offen dafür zu sein. Weil sonst verschränkst du deine Arme, bist in der Stagnation und zeigst dem Universum natürlich dadurch, ich will es nicht. Dann kommt es auch nicht. Weißt du? Aber hier soll ja etwas zu dir kommen. Hier soll auch etwas zu dir geführt werden. Etwas, das eigentlich schon längst da ist in deinem Energiefeld. Ist da. Es ist nicht weggegangen. Ja? Schau mal, was es sein kann. Was hat dich so getriggert? Was hast du vielleicht gerne getan? Was war deine Leidenschaft? Wofür hast du gebrannt? Was wolltest du umsetzen? Was sollte sich erfüllen? Was hat sich dann nicht erfüllt? Das, was du dir vorgenommen hast, das, wovon du geträumt hast, du hast dich irgendwie schon in der Zukunft gesehen. Du hattest eine Vision. Du hast etwas in der Zukunft gesehen. Du hast dich in der Zukunft gesehen. Mit einer ganz bestimmten Thematik, die du in den Erfolg bringen wolltest. Oder die sich für dich erfolgreich für die Zukunft zeigen sollte. Etwas, das du dir vorgestellt hast. Das du manifestiert hast. Ja? Und nun ist es so, dass das, was du einst mal so schön visuell vor deinem Auge gesehen hast, das soll sich umsetzen. Hier gab es jetzt natürlich eine Angelegenheit, die dir etwas gezeigt hat, das nicht so schön war. Ja, aber so ist es. So ist es leider. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Positives wie Negatives. Alles gleicht sich ab. Alles gleicht sich aus. Passiert etwas Negatives, sollte natürlich als Ausgleich wieder etwas Positives widerfahren. Ne? Und hier ist es jetzt so, dass genau diese Sachlage, die sich hier bei dir zeigt, vor der du vielleicht auch Angst hast, hier soll die Angst genommen werden, weil dafür brauchst du keine Angst zu haben, weil in dem Sinne hier nichts Schlimmes auf dich wartet. Ja, das Universum möchte dir hier wirklich die Angst nehmen, aber kann dir dahingehend natürlich auch nur liebevolle Impulse mit auf den Weg geben, die den Weg weisen. Was du damit machst, ist dir überlassen, ja? Das heißt ja nicht, dass du es hier annehmen sollst, weil du natürlich einen freien Willen hast und bist du in der Starrheit noch drin in deiner Stagnation und sagst, ich bin nicht bereit, ich will das nicht und leck mich doch am Arsch und auch was weiß ich nicht alles. Dann ist es halt so, dann kann das Universum auch nichts tun, auch nichts machen. Ne? Daher, wichtige Erkenntnisse, die kommen nur von dir selber. Und sind die Erkenntnisse nicht da, dann kann es auch nicht wirken. Na, dann kann auch zum Beispiel so eine Botschaft hier nicht wirken, weil die nicht andocken kann. Daher schau mal, ob das passt. Und wenn ja, vielleicht kannst du es ja ein Stück weit annehmen. Na? Hier zeigt sich wirklich etwas ganz, ganz Tolles für die Zukunft für dich an. Und hier soll auch letzten Endes das zu dir kommen, was du dir auch verdient hast. Schöne Begegnungen, tolle Begegnungen. Ein Aufeinander zugehen, aufeinander zutreffen. Hier werden sich die Wege zwischen zwei Menschen kreuzen. Irgendwen wirst du über den Weg laufen. Hier steht auch ein Treffen bevor. Jemanden, den du wiedersehen wirst, ja, der vielleicht eine lange Zeit verschollen war, wird hier wieder aus der Versenkung heraustreten und sagen, hallo, ich bin da. Neue Begegnungen, neue Menschen. Ja, es könnte sein, dass du demnächst hier jemanden kennenlernen wirst, der ein bisschen älter ist und der hier irgendwie einen wichtigen Rat für dich hat. Ja, ich sag's ja, ein Wegweiser. Ein wichtiger Wegweiser.
beinhaltet hier aber auch eine Kommunikation, die sehr weise und sehr, die ist sehr weise. Auch mit einem gewissen, also das ist eine Kommunikation, ich weiß auch nicht. Also es könnte sein, dass dir irgendwie Oma oder Opa neulich auch irgendwie sowas mitgeteilt hat. Das kann sein. Dass du einen älteren Herrn oder eine ältere Dame auf der Straße getroffen hast neulich, vor kurzem, so ganz zufällig. Und sie hat dir irgendwas, er oder sie hat dir irgendwas gesagt. Vielleicht bist du beim Einkaufen auf jemanden getroffen, kennst du nicht. Und die hat irgendwas Wichtiges gesagt, irgendeinen weisen Spruch. Und der ist irgendwie hängen geblieben. Daran sollst du dich erinnern. Ja, weil das hier eine wichtige Botschaft für dich ist. Oder sollte für dich zu dem Zeitpunkt eine sehr wichtige Botschaft sein. Kann auch sein, dass das erst nach kurz bevorsteht. Aber ansonsten habe ich hier deine Großeltern drin, ne? Irgendwas ist hier mit deinen Großeltern, die sehr weise sind. Wichtige Sprüche, wichtiger Austausch von Informationen. Jemand, der sehr viel weiß, einfach, ne? Eine hohe Lebenserfahrung hat und einfach nur einen richtig krassen Erfahrungswert hier mit sich bringt. Na, so eine Person weiß ganz genau, wie das Leben läuft. Und diese Person könnte hier wichtig für dich sein. Schau mal, ob das passt. Weil hier wird bestimmt irgendwer damit in Resonanz gehen. Ja, ist sie ein bisschen widerwillig, ne? So widerspenstig. Ach ja, ja, du bist im Rückzug. Du hast dich rausgezogen, du hast dich zurückgezogen. Ja, hier ist aber auch wieder so ein Schritt angezeigt. Mach ich's nicht. Und zögert das Ganze raus. Und dann könnte natürlich eine ältere Person wichtig sein. Also es muss ja jetzt nicht unbedingt das Alter sein, aber es könnte auch einfach nur die geistige Reife hier einer Person sehr, sehr wichtig sein, ja? Die dich hier auf irgendwas aufmerksam macht, dir etwas erzählt, was wichtig ist. Und das, was man dir hier sagt, soll dich noch eine ganz, ganz lange Zeit begleiten. Das hat hier irgendetwas mit dem Schneckenhäuschen zu tun. Rausgehen, rauskommen. Aufhören, so, ja, so widerspenstig irgendwie. Ne? Also es ist irgendwie so, ja, vielleicht auch so ein bisschen bockig. Könnte ich mir vorstellen, so eine bockige Einstellung, die man hier hat. Und dann kommt hier eine Person zur rechten Zeit und erzählt hier jemandem etwas. Das ist aber, das ist nichts im Sinne von Levitenlesen. Nee, das ist einfach nur ein wichtiger Spruch. Das muss ja jetzt auch gar nicht so die direkte Kommunikation sein. Das kann auch ein Telefonat sein, eine E-Mail kann das sein oder irgendein Spruch auf dem Bild, das du gelesen hast, auf dem Plakat zum Beispiel oder Werbung oder irgendwas, scheint hier, ich möchte mal meinen gefruchtet zu haben, ne? Ich muss mal kurz weiter gucken. Ja, doch, sich zu öffnen. Sich für etwas zu öffnen. Etwas, wovor man sich die ganze Zeit verschränkt hat, eingesperrt hat. Es konnte nicht fließen, es konnte nicht laufen, weil man auch dementsprechend dafür gesorgt hat, selbst dafür gesorgt hat, dass es nicht fließen konnte, weil man ja kein Risiko eingehen wollte, weil man es nicht wollte. Ich weiß nicht, das ist ja irgendwie einfach so was Widerspenstiges. Man hat sich dagegen gewehrt, abgelehnt. Nee, wollte man nicht. Was soll das Ganze hier überhaupt? Hat vielleicht sogar auch geschimpft, war wütend, weil man es nicht verstanden hat. Ja, weil man nicht locker gelassen hat. Deswegen hat man nicht verstehen können. So, nun ist es irgendwie ganz anders, dass man irgendwie langsam herangeführt wird. Vielleicht eine Art Mentor, könnte man meinen. Ein Mentor, jemand, der einfach viel Erfahrung hat und weiß, worum es hier geht. Ja,
dass man da herangeführt wird an diese Thematik, die so neu ist, ja, die sich da gerade erst einstellt, ne? Die unbekannt ist. Das ist wie so eine Fremdenergie. Ne? Da muss man sich erstmal vorsichtig herantasten, weil man das einfach nicht kennt. Damit muss man sich erstmal auseinandersetzen. So was ist es hier. Ich weiß nicht, was es ist, aber es können hier wirklich Gefühle sein, die auf einmal da sind, die hochgeploppt sind, ja, die an der Oberfläche jetzt endlich mal schwimmen, dass man sich die ganzen Sachen hier endlich mal anschauen kann, reflektieren kann. Ne? Es geht auch darum, sich dafür zu öffnen. Es geht wirklich um dieses Öffnen raus aus dieser Stagnation. Na, das ist das, was das Universum meinte. Stagniert man, verschränkt man die Hände und sagt, nein, ich will nicht, dann kommt es auch nicht. Es muss ja hier nicht gleich sofort sein, dass es wirklich eine ganz bestimmte Person ist, auf die du blickst. Wenn du hier sagst, das ist mein Ex-Freund, muss nicht sein. Das kann ja auch eine ganz, ganz neue Person sein. Aber schließe deine Ex-Freund oder deine Ex-Freundin auch nicht aus, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist, welche Person das sein könnte, die hier herangeführt wird, ja? Auf einem bestimmten Gebiet gar nicht so viel Erfahrung hat und dann hier auf jemanden trifft, die Erfahrung hat und ihn da jetzt so ein bisschen heranführt, ja? Um ihm zu zeigen, hey, das ist nicht schlimm. Du kannst dich dafür ruhig öffnen. Man hat es selbst ja auch getan. Ja, vielleicht kanntest du es auch nicht so wirklich. Naja, und will man halt jetzt dadurch zeigen, ey, das ist wirklich nicht schlimm. Das ist okay. Das ist irgendwie so, jemand ist vorangegangen, hat schon diese Erfahrung gemacht. Und diese Erfahrung, die man gemacht hat, projiziert man hier jetzt auf eine andere Person, die diese Erfahrung noch nicht gemacht hat und Schiss davor hat. Da kann hier wirklich um Gefühle und Emotionen gehen, die in die Tiefe gehen. Ja, vielleicht, ich habe es ja gerade gesagt, viel Oberflächlichkeiten, die im Vorwege, habe ich es gesagt? Ja, dieser Zwiespalt, ne? Diese Oberflächlichkeiten, dieses an der Oberfläche kratzen und das ist auch schon gut genug, bloß nicht tiefer. Weil sonst bin ich weg vom Fenster zum Beispiel. Und da ist er auch schon. Ja, der steht hier im Kontakt mit jemandem, ne? Seit kurzem hat dein Gegenüber hier eine Person kennengelernt, die älter ist, die weiß hier irgendwas in Bezug auf eine Thematik, die er oder sie wiederum nicht kennt. Was ist denn das hier für eine Thematik? Das würde mich ja jetzt mal interessieren. Was ist denn das hier? Womit er beschäftigt sich auch damit. Ne? Also da guckt er auch nicht weg. Wie gesagt, er wird da langsam herangeführt. Das ist eine Sache, die ist ihm so nicht bekannt, nicht bewusst. Jetzt möchte ich mal wissen, was es hier ist. Wieder die Fische. Es ist eine Seelenpartnerschaft. Ne? Das kennt er nicht. Ah, ja, das kennt er nicht. Davor hat er Angst. Ah, so. Der denkt, das ist was Toxisches. Ja, gut. Ah, je, oh je, okay. Und dann hat er jetzt jemanden getroffen oder steht in Kontakt mit einer Person, die viel weiß, dem dahingehend versucht, diese Ängste zu nehmen und ihn noch dahingehend zu motivieren und zu sagen, hey, das ist nichts Toxisches, das ist auch nichts, wovor du Angst haben musst. Nein, lass einfach mal locker oder versuch mal locker zu lassen. Hier hat man auch Angst, diese Gefühle, das sind alles nur Hirngespinste, das ist alles eine Illusion, das ist eine Manipulation. Ja, dann denke ich wirklich, das ist toxisch, ja. Kann ja auch sein, ne? Aber hier ist natürlich jetzt ein Kartenblatt, das widerlegt natürlich hier die Lüge an sich. Also das ist das Gegenteilige, das ist die Wahrheit. Es handelt sich hier wirklich um eine Seelenpartnerschaft zwischen zwei Personen. Die eine Partei weiß das schon, die andere wird erst durch eine andere Person, nicht durch dich, ganz wichtig, du bist es nicht, es ist eine andere Person. Herangeführt. Ja, vielleicht bist du auch selber die Person, die hier ein bisschen älter ist. Ich habe keine Ahnung. Guck mal, wie es passt. Ne? Und er kann das nicht fließen lassen, weil das hier, ja, ist ja grenzwertig. Ne? Also, da muss er hier wirklich über die Grenzen gehen und das ist natürlich unangenehm. Dafür hat er Angst. Ja, aber nützt er nichts. Die Person ist ja da, um ihn die Angst zu nehmen. Die ist auch schicksalhaft geführt, damit er dementsprechend lernt.
Okay. Ja, das Problem an der ganzen Sache ist, er war tatsächlich mit einer toxischen Frau zusammen. Und jetzt muss er lernen, den Unterschied. Jetzt muss er den Unterschied lernen. Ach, mein Gott. Oh je. Okay. Also es scheinen sich hier irgendwelche Muster zu wiederholen, ja? Oder er verknüpft das eine mit dem anderen oder versucht das eine mit dem anderen zu verwechseln. Dein Gegenüber war in der Vergangenheit mit einer sehr, sehr stark toxischen und narzisstischen Dame zusammen. Er hat das für Liebe gehalten, was natürlich keine Liebe war, weil das ungesund ist. Naja, ihm ging es nicht gut, also da hat sich ja all das ganze Negative gezeigt. Jetzt ist etwas Positives passiert, und zwar du. Er ist auf dich getroffen, da hat sich irgendwas wiederholt, was ihn an diese toxische Dame erinnert hat. Und daher denkt er jetzt natürlich auch, du bist genauso wie sie. Das heißt, diese negative Erfahrung, die er in der Vergangenheit gemacht hat, projiziert er auf dich. Jetzt ist hier eine andere Person, die ihn dahingehend unterstützt und hilft und ihm sagt, nein, so ist es nicht. Und das ist jetzt das, was du zu erkennen hast, diesen Unterschied. Dass es auch Menschen gibt, die, ja, ich sage es jetzt einfach mal, einen gesunden Geist haben, ja, die es gut mit dir meinen, wohlwollend, barmherzig sind, empathisch und lieb. War sie hier nicht, war er nicht. Ja. Das kann sein, dass sie hier ein bisschen jünger ist, sehr stur und bockig, geklammert hat, ihn abhängig gemacht hat von ihr. Das können die ja sehr gut. Oh, das war hier nicht so schön. So, und das muss er hier jetzt erstmal lernen. Das ist nicht leicht. Und so eine Angelegenheit braucht natürlich auch Zeit. Aber das Schöne ist, er guckt schon längst aus dem Kartenblatt raus. Das heißt, die Angelegenheit mit dieser toxischen Dame oder mit dieser ungesunden Dame, sag ich jetzt mal, oder Herr, ist jetzt vollkommen egal. Ist schon längst passiert. Ja, das liegt in der Vergangenheit. Jetzt geht es darum, das Positive wieder ins Leben einzuladen, ja, und das Negative hinter sich zu lassen. Hier ging auch ganz, ganz viel Geldbetrug mit. Na, also da wurde hier ordentlich beschissen. Materiell, finanziell und emotional. Ja, die hat sich von ihm hier komplett abhängig gemacht. Und dadurch hat sie ihn blockiert. Dadurch ist er nicht vorangekommen, weil die das ganz bewusst gemacht hat. Die ist hier sehr taktisch und analytisch vorangegangen, hat hier schon in zigtausend Schritte vorausgedacht, hat ihn ganz genau studiert und weiß ganz genau, welche Schritte sie hier einleiten muss, um ihn zu blockieren. Er hat das nicht gemerkt. Nee, weil er dachte halt, er hat ihr vertraut. Das muss man nur so sagen, wie es ist. Er hatte auch Gefühle für sie. Na? Er dachte halt nicht gleich im ersten Moment, dass sie toxisch ist. Das war halt ihr Vorteil, den sie hatte. Den hat sie immer und immer wieder ausgespielt, weil sie ganz genau wusste, welche Knöpfe sie bei ihm zu drücken hat, damit er nicht auf den Trichter kommt. Aber irgendwas ist ja, wie gesagt, hier passiert, das jetzt wiederum einen Wandel mit sich gebracht hat, um die ganze Sachlage endlich mal von einer anderen Warte aus zu sehen und zu betrachten. Ja, oh, da wurde auch beruflich beschissen, meine Güte. Was ist denn hier passiert? Mein Gott. Oh, hier ist ja wirklich alles schiefgelaufen, ne? Ja, die Mutter hat hier auch ganz schön mitgemischt. Die Schwester war auch involviert. Der Vater sowieso. Ja, beruflich der Chef auch. Meine Güte, was ist denn hier passiert? Alter, das ganze Umfeld war ja hier toxisch. Oh Gott, oh Gott. Also für diese Menschen hier wirklich ganz, ganz viel Licht und Liebe. Und wenn die es erkennen, umso besser, ne? Also hier ist ein Gegenüber, der das erkannt hat und sich natürlich schweren Herzens, also ja. Also ich weiß gerade auch nicht, was ich dazu sagen soll. Also hier ist, da kann ich es natürlich auch verstehen, dass man hier diverse Schritte eingeleitet hat, gekündigt hat, den Freundeskreis gewechselt hat, sich von Personen distanziert hat und entfernt hat, getrennt hat, schweren Herzens auch von der Mutter, von der Schwester, vom Vater und vom Chef.
Alter, was haben die denn hier gemacht? Beruflich haben die ihn auch übers Ohr gehauen hier. Da haben die ihn auch irgendwie gebunden, angebunden. Vertraglich, mit einer vertraglichen Regelung, mit einer Klausel. Die hier aber auch nicht so ganz rechtens war. Ne? Also das war hier auch nicht schön, was man gemacht hat. Ja, der ist umgezogen. Der wohnt nicht mehr da. Ja, hier ist ein Gegenüber, der ist weggezogen. Raus aus diesem Umfeld, weg vom Umfeld, rein in eine neue Stadt, rein in ein neues Leben. Auch neue vertragliche Angelegenheiten, die geknüpft worden sind. Ja, man hat auch einen neuen Beruf bzw. einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben, ein neues Dokument, das generell hier irgendwie wieder für einen Auftrieb sorgt. Ja, also hier ist auch ein Anwalt involviert. Jedoch eine Angelegenheit mit, die man so nicht weiß. Ne? Also dein Gegenüber hat hier irgendwie auch sozusagen einen Joker in der Hand. Na, also das hat er nicht erzählt. Ach so, ja, weil die ihn sonst wieder Steine in den Weg gelegt hätten. Okay. Also dein Gegenüber hat hier sehr, sehr viel erkannt. Ja, hat Wege eingeleitet im Hintergrund, die das Umfeld so nicht mitbekommen haben. Man hat hier neue Kontakte geknüpft, ja, hat einen Umzug organisiert, eine neue Wohnung organisiert. Einige sind auch wirklich in eine neue Stadt umgezogen, ja. Ist es jetzt nicht der komplette Umzug aus dem eigenen Umfeld, dann ist es einfach nur ein neuer Arbeitsvertrag, der hier auch ausliegend ist, zeigt sich auch sehr erfolgreich an. Und dieses Kapitel wird hier auch beendet, ne? Also hier lässt jemand wirklich etwas hinter sich. Fängt komplett von neu an. Alleine allerdings, ne? Alleine. Mit dem guten Rat eines Freundes. Krass. Ja, da bist du auch schon. Also hier ist wirklich ganz, ganz viel passiert. Höchstwahrscheinlich habt ihr hier keinen Kontakt. Und du fragst dich, ja, wird man sich hier noch mal melden? Ja, scheint mir auch so danach zu sein, als könntest du hier demnächst bald Post erwarten von jemandem. Ja, da könnte eine Nachricht auf dein Handy aufploppen oder eine E-Mail oder ein Anruf oder was weiß ich. Aber soll tatsächlich so kommen. Ja, also hier bei euch beiden im Hintergrund, wenn ihr keinen Kontakt hattet, ist ganz, ganz viel passiert bei deinem Gegenüber. Ja. Und das hat hier richtig lange gedauert. Und ich weiß jetzt nicht, wie lange du generell wartest. Du sollst doch nicht warten, geh immer weiter. Weil es bringt dich ja auch nicht voran, wenn du im Wartezimmer sitzt. Oh Gott, oh Gott. Also das war hier schon sehr, sehr schwerwiegend. Ne? Also ist kein leichtes Unterfangen. Das sind größere Probleme gewesen. Ja, so um nochmal dahinter zu steigen. Ja, und auch die ganzen Muster zu erkennen, die Raster. Dass sich vieles wiederholt hat bei den Menschen, die er vertraut hat. Also sein Vertrauen wurde hier richtig doll missbraucht. Der wurde ganz, ganz schlimm ausgenutzt. Und du wartest auf Nachricht. Ja. Ist hier so ein bisschen, ja, das ist. Ach, ich weiß auch nicht, so Nachricht auf Umwegen. Also ja, also ich kann die Energie hier auch gerade nicht so wirklich greifen. Ich sehe einfach nur, du wartest auf Nachricht. Ja, da soll was kommen. Aber ob es auch ankommt, kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Kommt denn hier was? Ja, doch. Da kommt was. Und da kommt auch viel Heilung und Stabilität nochmal mit rein hier in eurer Verbindung. Ne? Hier ist auch schon der Kontaktabbruch und die Distanzierung zu sehen, die dich auch sehr doll verwirrt hat. Ja. Aber das Ganze soll hier sich, wie gesagt, wieder verbessern, verändern. Und hier liegt auch schon der Neubeginn aus. So, ob du es überhaupt möchtest, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange du hier schon wartest. Ich sehe halt nur, dass bei deinem Gegenüber wirklich verdammt viel passiert ist.
dass das Ganze hier auch kein leichtes Unterfangen war. Hat ihn sehr viel abgefordert. Sehr, sehr viel. Der ist hier mehrfach auf die Nase gefallen, mehrfach. Der hat hier eine Breitseite nach der anderen abbekommen. Na? Und das Ganze war auch schon so, ja, drückend, sage ich jetzt mal. Das ist auch schon so dermaßen drückend selbst für ihn war, dass er hier auch mal in einer stillen Minute, wenn er unbeobachtet war, auch mal die ein oder andere Träne hat fließen lassen, ne, weil er so überfordert war mit der gesamten Situation und er irgendwie alleine war. Er fühlte sich alleine. Er hatte irgendwie niemanden gehabt, an den er sich hätte wenden können, dachte er zumindest. Und dann kommt hier aber eine Person rein in sein Feld, die ihm da hilft, na, die ihn unterstützt. Ja, guck dir das an. Alle Wege führen nach Rom. Ach Mensch, na. Na gut, dann lass es mal so stehen. Alle Wege führen nach Rom. Also hier, also der hat wirklich nichts zum Lachen gehabt. Ne? Also das war ja auch alles sehr, sehr schwer. Ganz, ganz schweres Karma, das auch noch mit Lernaufgaben verbunden war. Und diese ganzen Belastungen und Bürden, die man auferlegt bekommen hat, die man sich auch selbst auferlegt hat, erstmal abzulegen und zu erkennen, zu reflektieren und Erkenntnisse daraus zu ziehen, ist nicht leicht. Das darfst du nicht vergessen. Das ist hier ein richtiger transformativer Prozess. Und Prozesse brauchen Zeit. Das ist bei dir genauso. Ja, du hattest es auch mit jemandem zu tun gehabt, der hat auch lange gebraucht, um das Ganze zu erkennen. Ne? Mensch, Mensch, Mensch. Ja, dann. Solltest du es selbst sein, also ich weiß ja nicht, wer sich jetzt hier wiederfindet. Ganz, ganz viel Kraft für deinen neuen Weg. Wohin dich dieser Weg auch führen wird, hoffe ich, dass du da ankommst, wo du ankommen sollst. Na, und dass da auch definitiv für dich die Sonne scheinen wird. Mann, Mann, Mann. Was haben wir hier noch für eine Botschaft? I wish I could share my good news with you. Oh. Ach Gottchen, I love you. Ach Gott, hier liebt dich jemand. Da sind Gefühle involviert. Das ist beidseitig hier allerdings aber auch. Ne? Zumindest liebt dich hier jemand. Ob du das erwiderst, keine Ahnung. Und hier wünscht sich auch jemand, sein neu gewonnenes Gefühl mit dir teilen zu können, dir das mitzuteilen, auszutauschen. Ja, man möchte dir gerne was davon erzählen. I love you. Ja, ich saß ja. Hier ist irgendwas wieder entstanden. Erweckt worden, ne? I know I was a distraction from your pain. Ja, das verstehe ich jetzt allerdings auch nicht, die Aussage. Ich weiß, ich war nur eine Ablenkung für deinen Schmerz. Eine Ablenkung. Er hat sich jemand ablenken lassen oder sich in eine Ablenkung gestürzt. Ach so, warte mal. Ja, das kann sein, dass es bei euch beiden hier im Vorfeld zu einer Trennung gekommen ist. Und als Ablenkung hat man sich dann in eine neue Beziehung gestürzt. Und das war der Fehler. Das war das Fatale. From your pain, von deinem Schmerz. Also es könnte sein, dass du ja auch für irgendwas, dass du etwas ausgelöst hast, ja, dass du hier irgendwie eine Trennung eingeläutet hast, dass du irgendwas gesagt hast, herausgegeben hast, irgendeine Handlung getan hast, die wiederum für eine Reaktion sozusagen demnach gesorgt hat. Ja. Also man sieht hier auch bei euch beiden ist einiges vorgefallen. Also I hide behind material things, ja.
Hier hat sich jemand hinter den Materialismus versteckt. Schön an der Oberfläche bleiben, bloß nicht in die Tiefe gehen. Da hat man sich vor versteckt. Wollt man nicht, ja? Das tut natürlich weh, guckt man sich nicht gerne an, aber es nützt ja nichts. Sonst wird dir das Ganze so lange aufgezeigt, bis du es mal endlich verstanden hast. Das sind natürlich Dinge, Muster und Raster, die sich ständig und permanent wiederholen, auch anhand von Menschen. Die das gleiche Muster und Raster in sich tragen. I'm starting to understand our connection. Es geht um eine Seele. Ja, das ist das, was ich meinte. Das ist die Seelenpartnerschaft hier. Jemand versteht jetzt diese Verbindung, was das ist, ja? Dass das eben Sachlage ist, die man sich nicht einfach so erklären kann, die sich auch nicht so einfach erklären lässt. Das ist nicht so, dass du dahingehend ausgebildet werden kannst. Das musst du erleben, das musst du spüren, ja? Da musst du deine eigene Erfahrung mitmachen. Darum geht's. Und das ist das, was wiederum jemanden hier Angst gemacht hat. Weil man es nicht kannte, weil man nur dieses Toxische gesehen hat in Menschen. I'm becoming a better person. Na gut, hier verändert sich jemand, heilt, transformiert, beziehungsweise ist schon längst passiert und ist jetzt eine bessere Version seiner selbst geworden. I knew exactly what I was doing, okay? Also hier wusste jemand ganz genau, was man getan hat. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Ist bei jedem unterschiedlich. Entweder du oder er selber oder sie. You don't know how hard it was to let you go. Okay. Hier musste dich jemand gehen lassen oder du hast jemanden gehen lassen. Oder aber jemand musste unfreiwillig gehen. Und dieser Schritt, dich gehen zu lassen, fiel hier einer ganz bestimmten Person einfach nicht leicht. Ja, das wollte man nicht, aber man hatte irgendwie keine andere Wahl. Ich weiß nicht warum. Durch das Umfeld, das manipuliert hat. Es ging hier irgendwie einfach nicht anders. Ja, es hätte schön sein können, ne? Aber dann kam halt dieser Einbruch. Und plötzlich war alles anders. Aber nun soll ja dieses ganze Negative weg und ersetzt werden durch etwas Tolles, Positives. I wonder if you are happy without me. Ja, es könnte sein, dass du ja schon eine neue Person an deiner Seite hast, mit der du glücklich bist und zufrieden. Und man hinterfragt das Ganze hier jetzt auch, ob du ohne ihn, ohne sie glücklich bist. I feel you even thought we are apart. Hier fühlt dich jemand, auch wenn ihr momentan getrennt seid. Er fühlt dich, er spürt dich, er nimmt dich wahr. Deine Empfindungen, deine Gedankengänge vielleicht auch, deine Stimmungen gehen hier nicht an jemanden einfach so spurlos vorbei. Mit dem Mond geht's in die Tiefe. So. Dann lass dich mal so stehen und frag mal die Sternzeichen ab, welche Sternzeichen mit der Legung hier unterstützt werden können. So, wen haben wir denn hier? Wir haben Krebs, Jungfrau, Zwilling. Steinbock, Fische und der Löwe. So, dann hoffe ich mal, diese Legung war dir dienlich und du konntest für dich selbst einen wichtigen Impuls mitnehmen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.